Ist da was im Ohr? Was ist das denn? Denn hier? Nein! Nein! Hilfe! Da steckt was Komisches in meinem Ohr, ne? Okay, das ist ein Stift. Aber Freunde, heute reagieren wir wieder auf viral, auf unglaubliche Clips aus dem Internet. Es ist wieder echt spektakulärer Stuff dabei, Freunde. So viel kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, spektakulär sind auch unsere heutigen Gäste. Denn mit an Bord heute ist natürlich El Paki, ist Löwe und Fridolin und auch Hedwig unten ist mit am Start. Es sind alle Mann an Bord und Freunde, natürlich erwartet auf Fugu. Ihr habt's gewartet auf Hugo, die Benachrichtigungsglocke. Ich laber gar nicht so lange. Es geht los mit dem ersten Clip. Und zwar, Kind steckt in einer Hauslücke fest. Und oh mein Gott, okay. Das, meine lieben Freunde, das ist der Albtraum. Der Albtraum eines jeden Kindes. Und der kommt da einfach nicht raus. Wie wär's mit ein bisschen Waschmittel, ein bisschen Seife? Dann glitscht das auch ein bisschen mehr. Aber nee, das ist leichter gesagt als getan. Aber wenn man da reinkommt, dann muss man da ja auch wieder rauskommen. Aber er wird es versucht haben und vielleicht schwillt das dann auch irgendwann so ein bisschen an von dem ganzen Hin- und Hergeratsche. Und jetzt müssen die von drin die Mauer aufbohren. Was? Und da ist das Kind frei. Aber wie kommt der da rein und nicht wieder raus? Haben die Verstecken gespielt und dann hat er sich gedacht, okay, als Kind macht man immer mal dumme Faxen und Aktionen. Aber krass. Wow. Das ist sehr gruselig. Okay, als nächstes haben wir diesen Doggo, der gerne was ablecken möchte, aber seine Zunge bleibt irgendwie stecken. Okay, weil die so trocken ist oder was? Ich glaube... Er versucht irgendwie weiterzumachen, aber es geht nicht. Aber... Hä? Klebt die daran fest oder was? Oder die ist einfach so trocken, er kriegt die nicht abgeschleckt. Ja, die war einfach trocken. Okay. Als nächstes haben wir diesen Rabbit hier, der in so einem Pool, in so einem Skatepool festhängt. Und natürlich kommt der da auch natürlich nicht raus. Der kommt diese glatten Wände ja nicht hoch. Okay, erstmal kriegt der kleine Bree eine Streicheleinheit. Und jetzt, wird er genommen und einfach aus dem Pool geworfen. Nein, das natürlich nicht. Sowas machen wir natürlich nicht. Der kleine Rabido, der muss natürlich fein säuberlich gerettet werden. Mit höchster Zärtlichkeit. Damit Rabido am Ende ja auch gut geht, meine Damen und Herren. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Okay, er ist free. Er ist free. Und der kleine weiße Bommel hinten am Schwanz. Wenn der hoch und runter rüppelt, dann geht's dem richtig gut. Ich wollte es jetzt gerade vormachen, aber ich werde hier nicht wie ein Hase rumhüpfen. Das wird ein Magie nicht machen. So mache ich mich auf jeden Fall hier nicht zum Casper, meine Damen und Herren. Absoluter Casper. So, ich brauche jetzt erstmal was zu snacken, Freunde. Richtig geil, Bananenchips, Freunde. Generell, Freunde, habe ich was Geiles zu verkünden, denn Koro ist mein neuer Partner. Die haben mir hier schon, Freunde, das fette Paket zugeschickt mit richtig geilen Snacks. Einfach Kokoswasser, ja. Wir brauchen keine Kokosnüsse. Es gibt Koro, die auch so geil getrocknete Cranberries, crunchy Cranberries. So geil, ich freue mich. Die Sachen werde ich auf jeden Fall in den Videos und beim Arbeiten nebenbei immer ein bisschen snacken. Checkt Koro gerne ab, die Instagram-Seite. Und demnächst wird auch noch ein Code kommen. Seid ihr auf jeden Fall auch gespannt. Richtig geiler El Maggi. Exklusiver Rabattcode, Freunde. Okay, weiter geht's mit dem Video. Okay, als dieses haben wir... Oh mein Gott, dieses Video von... Guck mal, sie lacht noch, aber es wird langsam nicht mehr lustig. Die kriegen den Ring nicht vom Finger ab. Oh mein Gott, aber das hatte ich damals auch. Ich hatte früher mal einen richtig eng und es war auch schon so weit, dass der richtig angeschwollen war. Und dann habe ich das irgendwann hinbekommen mit so einem... Oh mein Gott, ist der schon angeschwollen. Drei Stunden erstmal da gewartet, im Wartezimmer natürlich. Oh mein Gott, okay, den kriegt man nicht mehr. Guck mal, wie angeschwollen der schon ist. Auf jeden Fall habe ich das denn damals hinbekommen. Da habe ich einen dünnen Faden oder so ein kleines Seil dazwischen. Und ich glaube, ihr wisst schon hier. Zahnseide, ihr wisst schon. Und dann Zahnseide und dann mit Seife. Und dann habe ich immer da rumgemacht und dann gleichmäßig abgemacht. Und irgendwann war der ab und es war sehr ein befreiendes Gefühl. Es war ungefähr so. Autschi, autschi. Oh, er ist endlich ab. Ungefähr. Okay, das war ein bisschen weird gerade, aber ungefähr, ja. Genau. Doctor with fancy power tool to the rescue. Ah, gut, der wird da aufgesägt.
Und diese Teile, wenn die auf Haut stoßen, oh mein Gott, muss das schön sein. Oh, süß. Auf jeden Fall, wenn du diese Sägen bleiben stehen, sobald die auf Haut stoßen. Das ist ganz krass. Also, man hätte ja immer die Angst, dass man sich damit in die Haut schneidet, aber das passiert, glaube ich, nicht. Glaube ich. Ich bin kein Doktor. Magie haut mal wieder Halbwissen raus. Also, ich glaube es. Okay, es geht weiter mit dem nächsten Video. Und zwar haben wir hier wieder einen Doggo, der etwas im Mund stecken hat. So, Doggo war wieder draußen unterwegs, ja, und hat sich mal wieder alle den Mund... Oh mein Gott! Aua! Autschi, 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 autschi. Ah, was ist das? Ah, wie lange ist das da schon drinne? Ah, ein kleiner Stock. Aua. Aua. Autschi, bauchi, marauchi. Ah. Ah. Autschi, marauchi. Du dauchi. Voll autschi. Eine rauchi. Grüße gehen raus an die Magings, das Kanalmitglied, an Karl Richner, an LOLTEX und an Smiley. Auch hier haben wir einen Doggo, der irgendwas in der Nase hat. Was machen die auch immer, ja? Die müssen sich aber auch alle in die Nase... Boah, war der tief drinne. Boah, ist das satisfying. Natürlich mit ein bisschen Blut und mit ein bisschen schlatterer Dots da dran. Aber das war sehr satisfying, Freunde. Das war sehr, sehr satisfying. Okay. Wir haben den nächsten Dreh, der hier auch wieder Mist gebaut hat, der irgendwas in der Nase hat. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben letztens ja auf Videos reagiert, wo die Lego in der Nase hatten. Okay, was ist das jetzt? Okay, er hat Angst. Er hat ihm nur gezeigt, das ist nicht scharf. Aber er will nicht, dass er in der Nase bekommt. Okay, dann bleibt nur eine Lösung. Schläfer den Jungen an. Was hat er denn? Ey, war jetzt einfach nur ein dicker Popel? That is the biggest booger I've ever seen in my life. Das war der dickste Popel, den ich je in meinem Leben gesehen habe, sagt einer. Hat dem einfach jetzt nur einen Popel rausgeholt, oder was? Einen dicken Schlotterer Dots Popel? Aha. Ah, da, was ist das? We got it. It's a bead, all done, buddy. Hä? Okay, let's get his nose here. Let me wipe your nose, there's a little bleeding. Ja, yeah, komm, jetzt das Ding ist auf jeden Fall draußen, aber ich weiß nicht, was es ist. Was hatte der da jetzt in der Nase, Mann? Ich weiß es nicht. Boah, meine Nase fängt an zu laufen, nur wenn ich das zugucke, ja? Boah, das widert mich alles ein bisschen an. Hat er sich eine Perle in die Nase gesteckt, oder was? Ey, das ist auch krass. Okay, es geht ins nächste Video und zwar Domme steckt in der Tonne fest. Warten Sie kurz, ich ziehe sie raus, ja? Ja, danke. Okay, Leute stecken überall fest. Geht das nicht. Und Domme steckt in der Tonne fest. Ja, eine Tüte. Aber die kommt da locker raus, oder nicht? Ist der irre? Ich lasse da meine Beute jetzt nicht los. Manche Leute gehen zu einem Altkleidercontainer, um ihre alte Kleidung abzugeben. Manche Leute gehen zu einem Altkleidercontainer und bleiben eiskalt stecken, wie zum Beispiel Domme. Ey, Freunde, da fällt mir ein, soll ich mal mehr auf Domme-Videos reagieren, Freunde? Habe ich noch nie gemacht, finde ich ultra lustig. Ich weiß, sie sind ein bisschen älter, aber wenn ihr Bock darauf habt, dass ich ein bisschen auf Domme reagiere, dann schreibt mir das gerne mal. Okay, was haben wir als nächstes? Wir haben dieses Video hier von einem DHL-Auto, der... festgefahren ist. Aha. Aha, jetzt weiß ich, wo auf jeden Fall meine Pakete geblieben sind. Der DHL-Weihnachtsmann ist stecken geblieben. okay, jetzt gucken auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Menschen gucken zu, einer arbeitet. Sie schaffen es, alle schieben. Ja, jawohl, jawohl. Sie schaffen es. Oh, herrlich. Sie haben es geschafft. Und jetzt schlittert der Wagen einfach nur so in die nächste Mauer rein. So, was haben wir als nächstes, ja? Wir haben Sachen stecken in Nasen fest, Autos stecken in im Schnee fest, ja? Und als nächstes haben wir Sachen, die in den Ohren feststecken. Ach du heiliger Strohsack. Okay, was hat... Ist da was im Ohr? Oh, was ist das denn? Okay, das sieht aus wie ein riesiger, hellgrüner Ohrenschmalz. Aber ich glaube, das ist keine Ohrenschmalz, ja? Oh mein Gott, das ist so eine Soft-Air oder keine Ahnung, wie die heißen, Soft-Air, glaube ich. So eine, diese kleinen Kugeln, mit denen man schießen kann. Hat er sich bestimmt gedacht, oh mein Gott, hier ist eine kleine Kugel. In meinem Ohr habe ich ein Loch, die passt da rein. Einfach mal reinpacken. Boah, krass. Krass. Boah, da hätte ich so Angst, dass ich die weiter reinschiebe.
Ja, Kollege Schiedeschuh, Soft-Air-Kugeln sind nicht dazu da, um sich die in die Ohren zu schieben, ja? Als nächstes, was haben wir noch weitergeht? Also, wir haben hier... Nein! Nein! Am helllichten Tage. Was? Hä? Am helllichten Tage? Wie bitte? Was? Bitte? Kuckuck. Ey, kleine Maggie hat immer gedacht, das gewittert oder das blitzt nur, wenn es richtig krass gewittert und regnet. Also wenn schlechtes Wetter ist, wenn bewölkter Himmel ist. Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt habe ich Angst vor, dass ich auch vom Blitz getroffen werde, weil es kann auch an helllichten Tagen passieren. Okay, was haben wir hier? Oh mein Gott, der wird diesen Tag nie wieder vergessen. Der ist doch daran erstickt. Also wo ist diese Wurst geblieben? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Drehen Leute ein bisschen mit der Flasche? Oh, Dean, das ist crazy. Ja gut, wenn man keine Freunde hat, dann kann das eventuell mal vorkommen, ja? Oh nein, der hat auch so getan, als wenn er einfach unter Menschen wäre, aber dabei war der einfach nur, ja, hat er eine Audio abgespielt. Wow. Okay, Freunde, hier haben wir eine Timelapse von einer Erbse. Okay, die Wurzel geht nach unten und nach oben geht natürlich die Pflanze, weil die Pflanzen immer das Sonnenlicht suchen. Okay, das sieht auch sehr cool aus. Freunde, jetzt war es das aber auf jeden Fall wirklich. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nicht in der Marke seid. Abonnieren kannst du gerne, schau auch einfach hier. Hier oben kommst du auch zu meinem Merch-Shop. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Check die gerne ab. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen und dann sehen wir uns morgen in einer frischen, neuen Video. Haut rein, ciao, ciao. Euer El Maggie.